Den verschlüsselten Messenger Wire gibt es für viele Plattformen, natürlich auch für Linux. Und wie man den Messenger unter Ubuntu bzw. unter auch anderen Debian-Distributionen installiert, das zeige ich euch in diesem Video. Die empfohlene Methode ist, dass man Wire zu den Repositories hinzufügt. Dafür gibt es auf der GitHub-Seite von Wire eine Anleitung, die habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Ich mache jetzt im Grunde nichts anderes in dem Video, als die Befehle einfach rauszukopieren, einzugeben in ein Terminal und dann eben die Wire-Installation auszuführen. Um diese Befehle einzugeben, öffne ich in Linux erstmal ein Terminal. Den Befehl führe ich ja mit sudo aus, das heißt bei der ersten Eingabe muss ein Passwort eingegeben werden, bei den anderen Befehlen dann nicht mehr. In meinem Fall ist der erste Befehl zwar gar nicht nötig, ich gebe ihn für euch aber trotzdem mal ein. Der stellt sicher, dass ich über HTTPS die Pakete empfangen kann. Im zweiten Schritt werden PGP-Keys heruntergeladen, damit die Echtheit der Pakete geprüft werden kann. Im dritten Schritt wird die URL der Repositories von Wire zu den Quellen hinzugefügt. Im vierten Schritt werden die Pakete aktualisiert und im fünften Schritt kann dann letztendlich Wire installiert werden. Nachdem jetzt Wire installiert ist, kann ich einfach auf den Ubuntu-Button hier klicken und nach Wire suchen, draufklicken und dann wird es ausgeführt. So haben wir jetzt also Wire installiert und der Vorteil über die Paketquellen ist, dass man auch immer regelmäßige Updates bekommt.